So, wir stehen jetzt exakt hier bei den verbliebenen neun Sportlerhäusern, weil mehr sind ja sozusagen, haben den Abbruch der Nachkriegszeit eben nicht überstanden. Und hier haben wir das Haus Meißen gut erhalten. Und das Haus 39 hat man dann auch als das Haus ausgewählt, wo Jesse Owens sozusagen seine Zeit hier in der Olympiade verbracht hat. Aber so ist halt manchmal das mit der Geschichte und der Wahrheit. Tatsächlich ist das Haus 37 das Haus gewesen, wo die amerikanische Mannschaft und Jesse Owens genächtigt hat. Nur wie man sehen kann, das Haus ist in einem bemitleidenswerten Zustand und da konnte man natürlich auf diesem Gelände dann keine Führungen machen. Und so hat man ganz geschickt sich das so überlegt, dann machen wir eben das Haus Meißen zum Jesse Owens Haus. Aber Sie kennen ja den Immo Insider, der immer investigativ unterwegs ist und die Wahrheit sucht und die wirkliche Botschaft dann auch den Gästen und den Leuten, die sich interessieren, weitergeben will. Wir marschieren jetzt hier in den oberen Bereich zum Speisehaus der Nationen und das werden wir uns dann im Live anschauen, denn die große Herausforderung war, auf den Flächen, die wir vorher eben gesehen haben, mit den abgerissenen Häusern, wieder neue Häuser zu bauen, denn in dem Pavillonstil, das wäre wirtschaftlich unmöglich gewesen, das zu erstellen. Und somit gab es einen Deal mit der Denkmalpflege, die hat dann gesagt, okay, dann genehmigen wir euch ein volles Obergeschoss und ein ausgebautes Dachgeschoss mit einer Gaubenlösung. Und die einzigen Ansprüche, die jetzt die Denkmalpflege an den Bauträger gestellt hat, war wieder dieses Walmdach, was man hier oben sehen können und auch hier noch sehen können, dieses Walmdach sozusagen wiederherzustellen und dann im Gebäudebereich den unteren Bereich, der eben so ist wie der ursprüngliche Pavillon, in einer anderen Farbgestaltung zu haben als die Bordüre. Also diese Bordüre hier in einer abgesetzten Graustufe soll symbolisch das ursprüngliche Haus als Begrenzung darstellen. Dazu natürlich auch die Thematik der Balkone. Wir hatten hier im Pavillonbereich natürlich keine Balkone. Aber ohne Balkon ist heute ja Objekt schlechter zu vermieten und somit war der Deal mit der Denkmalpflege, dass wir dann diese Balkonform der 20er Jahre mit den abgerundeten Balkonteilen übernehmen und, wie Sie sehen hier, die alten, vielleicht kann man es ganz gut erkennen, die alten Bänkchen, so wie sie ursprünglich in den 30er Jahren dann vor dem Gebäude standen, wo sich die Athleten niederlassen konnten, diese Bänkchen, wie auch die Lampen und die Dachziegelform, die ist wieder eine klassische Vorgabe der Denkmalpflege geworden. Und das muss der Bauträger hier wiederum umsetzen, um dieses historische Bild der rekonstruktiven Denkmalsanierung vollends umsetzen zu können. Jetzt marschieren wir in diese Richtung vor zum Speisehaus der Nation.